Sieht das toll aus? Das sieht toll aus. Sehr schön. Hallo Freunde und was geht zum Pyroland Unboxing 2018-2019 wieder traditionell mit dem Spachtel hier am Start. Eigentlich ist das recht komisch, weil wir hier 1.4S versandt haben. Müsste aber eigentlich normaler Silvester-Stuff drin sein. Schauen wir da einfach mal rein. Hier steht schon drauf Kanonschlag Raketen, beziehungsweise bei euch steht es nicht drauf, auf dieser Seite steht es drauf. Und dann würde ich sagen, fangen wir da auch direkt mal mit an. Da ist so ein Dreck natürlich im Stahlkäfig. Ja Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns damit gleich nochmal wieder. Freunde, gefühlt 2 Tage später haben wir es endlich geschafft, diesen Stahlkäfig zu entfernen. Wir haben nachher noch eine Metalldrahtschere gefunden. So sieht das ganze Teil aus. Ich dachte erst, warum hat er den Stahlkäfig drum, bis der Explosive gesagt hat, okay, da ist 2 Gramm Blitzknall drin. Habe ich gar nicht gewusst, deswegen habe ich jetzt aber auch richtig hohe Erwartungen dran. Hier steht es auch nochmal mit Blitzknall. Die Kanonschlagrakete. Pyroland, wir gucken auch direkt mal rein. Neuheit 2018-2019. Ja Freunde, direkt haben wir es hier. Ja, ganz normale Kubis, ne? Ist hier etwas, na, Schimmel ist das nicht, aber... Ja, ein bisschen zerfleddert, ne? Sieht trotzdem irgendwie aus wie Mehl, so. Ja, irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also ein richtig hart, habe ich hohe Erwartungen drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum zweiten Karton. So, den machen wir einmal mit dem Spachtel auf. So, und da haben wir dann schon schöne Sachen dabei. Danke Lukas, steht drauf. Danke für dein Vertrauen in Pyroland. Ich habe mit unseren Produkten all unsere Erfahrungen und meine bla 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 bla. Ja Freunde, da steht eigentlich nur drauf, wer das Paket gepackt hat und dass ich mich sofort drauf melden soll, falls was nicht in Ordnung ist und dass er hofft, dass ich ein schönes Silvester habe. Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Freut man sich auf jeden Fall nochmal doppelt. Dann haben wir hier Pyroland-Sticker am Start. 2 verschiedene Sorten. Ja, werden dann irgendwann wahrscheinlich mal verlost werden. Danke auf jeden Fall dafür. Und dann haben wir noch Wunderkerzen. 2 Stück habe ich nicht bestellt, sind dann wahrscheinlich auch Gratis-Beigaben von Xplode. 18 cm Wunderkerzen kann ich natürlich immer gebrauchen, ihr wisst Bescheid. Und dann fangen wir auch direkt mal an. So, wir lassen das ein bisschen drin, dann sieht man das nicht gleich alles. Wir haben hier die Regenbogen-Rauchbälle im Mix. Da sind jeweils, glaube ich, 40 Stück drin. 5 rote, 5 weiße, 5 orange, 5 blaue, 5 grüne, 5 violett, 5 gelb und 5 pink. Macht insgesamt 40 Stück. Haben wir 1, 2 Mal dabei. 3, 4 Mal. 5, 6 Mal. 8 Mal am Start. Schreibt mal in die Kommentare, was ich mit so viel machen soll. Ob wir dann eine Massenzündung machen oder so. Schauen wir dann einfach mal. Hier an der Seite haben wir passend für den Karton zugeschnitten Bombenrohr. Auch ein richtig fettes Teil. Hier steht noch Großkaliber dran. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich das bestellt habe. Bombenrohr. Mit einer NEM von 47 Gramm, ja, wenn wir da noch 1-2 Gramm zupacken, haben wir genauso viel wie bei der Leslie Gold. Coole Sache auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit so einem Effekt am Himmel, so ein übergroßes Röhli mit Zerleger. Bin ich auf jeden Fall echt gespannt drauf. Und dann gehen wir auch hier direkt mal weiter. Dann haben wir hier noch das Pyroland Breslauer Feuer in Gelb. Das Ganze auch 2 Mal am Start. Also... mehr T1 als alles andere hier drin. Dann haben wir den gleichen nochmal in Rot, müsste das sein. So, gehen wir nochmal weiter. Dann haben wir hier Vulkan in Gold von Xplode. So, und dann haben wir hier nochmal Bombenrohre. Ja, wusste ich auch nicht, dass ich die 2-mal bestellt habe von Xplode. Da muss ich nochmal nachschauen. Vielleicht ist es auch ein Ersatzartikel, bin ich mir jetzt nicht sicher. Schauen wir aber einfach mal. So, dann haben wir hier die... schauen wir mal, die... XP3, aber noch in F2-Zulassung, sind also die vom letzten Jahr. Die aktuellen haben ja eine F3-Kennzeichnung bekommen. Da gibt es immer so ein kleines Blatt mit. Achtet da mal drauf, wenn ihr diese dieses Jahr bestellt habt, ob ihr da F3 stehen habt. So, dann haben wir hier noch Moonshiners. Coole Strobos. Auf Strobo-Effekt habe ich dieses Jahr irgendwie richtig Bock, deshalb habe ich auch hier nochmal welche bestellt. Bei Toschbüro sieht das Ganze nicht viel anders aus. Und auch bei der Vitrine werden sicher noch welche dabei sein. Ja, und dann haben wir hier einiges am Start, und zwar die Gigasmoke 300. 5 Minuten Brenndauer, weiße Rauchbomben. Haben wir einige Male am Start. 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27.
und 30. Ja, da haben wir jeweils eine Gesamt-NEM vorhanden von 60 Gramm. Also gar nicht mal so viel. Trotzdem bin ich da gespannt drauf mit 5 Minuten Brenndauer. Schauen wir da mal. Dann haben wir hier noch mehr The King. The King 2.0 und normal The King. Also davon habe ich scheinbar jetzt genug. Ich habe da nämlich gerade aus der Tosh-Büro-Bestellung einige von rausgeholt. Ja, vergisst man scheinbar unterm Jahr nochmal wieder, was man bestellt hat. So, nochmal Creepers, habe ich jetzt auch genügend hier. Und wieder eine Neuheit 2018-2019, Böller D, einen Namen von Pyroland. Da sind die, glaube ich, 30, 40, 50 bekanntesten Männernamen. Nein, Quatsch, steht hier an der Seite, 100 beliebtesten männlichen Vornamen einmal vertreten. Bin ich richtig gespannt drauf. Darauf läuft auch ein Gewinnspiel von Pyroland, soweit ich weiß. Da gibt es nämlich ein, zwei goldene Böller. Wenn ihr da mal reinschaut und die hat einen goldenen Böller dabei, habt ihr irgendwas gewonnen? So hatte ich das zumindest in Erinnerung. Schauen wir mal kurz rein. Wäre natürlich super, wenn wir das jetzt haben. Leider nicht. So sieht das Ganze aber aus. Ja, Verarbeitung. Ganz normale D-Böller. Kosten, glaube ich, 4,99 im Shop. Das ist der Fabian. Ja, und dann haben wir einige Vornamen hier am Start. Auf jeden Fall eine coole Idee. Erwarten vom Knall tue ich jetzt nicht ganz so viel, weil die Verarbeitung gar nicht super ist. Aber trotzdem schauen wir da einfach mal weiter. Die Idee ist auf jeden Fall super. Da haben wir noch einiges eingepackt. Schauen wir auch da nochmal rein. So, das sind die Rauchbälle XXL von Pyroland. Eine Neuheit aus dem letzten Jahr. Schauen wir uns die mal im Vergleich an. Sind wesentlich größer, haben eine längere Brenndauer und mehr Rauchentwicklung natürlich. Bin ich auch mega gespannt drauf. Ich hatte bei Pyroland irgendwie richtig Bock auf Rauch dieses Jahr. So, dann haben wir noch Crazy Chicken am Start. Cooler Artikel, gibt es ja auch Pooping Dog, glaube ich, auch ein cooler Artikel. Dann haben wir hier nochmal die Big Whoopers von Leslie, habe ich schon bei Tosh-Büro bestellt. Im Bulkpack, jetzt habe ich es hier nochmal im Dreier bestellt. Ist etwas kleiner als die Big Balls, würde ich jetzt fast sagen. Ja, ein bisschen, ne? Kann aber auch am Papier liegen, was die Big Balls noch drin haben. Die sollen ja dieses Jahr, glaube ich, auch Farbsterne mit haben, ne? In der aktuellen Charge. Ja, ich muss mal gucken, ne, beim Test, welche Charge man bekommen hat. Ja. So, auch hier sind wieder einige am Start. Big Balls gehen immer durch. Da hatte ich ja im letzten Jahr bereits, glaube ich, ein oder zwei VEs von. Aber da die bereits alle weg sind, weil die so geil sind, haben wir die gleich wieder nachgestellt. So, dann haben wir hier nochmal Donnerschlag. Noch mehr Big Balls. Big Balls. Nochmal den Vulkan in Gold von Xplode. Dann einmal Riesenkubis oder Riesenkanonschläge von Nico. Sind echt etwas größer als normale. Man sieht das hier an den Detonation, die aber auch besonders klein sind. Ganz gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Kubi-Vergleich haben wollt. Da haben wir auf jeden Fall einige am Start dieses Jahr. So, und dann noch eine Neuheit 2018-2019. Das 7-to-1 Bombettenrohr von Pyroland. Hat 90 mm Kaliber. Und da drin sind jeweils, ich glaube, 3, 4 oder 5 30 mm Rohre. Also eher eine kleine Aufschlagbatterie. Trotzdem mega geiles Design. Schauen wir mal. Checkt auf jeden Fall die vom letzten Jahr ab, die mit dem goldenen Effekt. Das ist jetzt ein Glitter- oder Blinker-Effekt. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und dann sehen wir uns jetzt zur Gesamtübersicht nochmal wieder, Freunde. So, Freunde, und da haben wir es dann. Die Gesamtübersicht aus dem Pyroland-Unboxing war natürlich in der Masse auch wieder nicht gerade günstig. Gerade hier die ganzen Rauchbomben kosten natürlich auch nicht gerade wenig. Hier vorne nochmal das 7-to-1 Bombettenrohr in der neuen Ausführung. Bin ich auch echt wieder richtig gespannt drauf. The King 2x, The King 2.0. Ein fettes Bombenrohr. Hier vorne, ich glaube, 5 Schuss. Die Aufkleber sind dabei. Einige Male Big Balls. Dann haben wir unten noch Detonation. Andere Kubis. Wunderkerzen. XP3. Also einiges wieder mit am Start, Freunde. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein und ciao.